Danke, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich wollte mich zu Beginn eigentlich gar nicht mehr melden, nicht aus Respektlosigkeit der Kollegin Foppa gegenüber, das weiß sie auch, sondern ich denke, weil meine Argumente bzw. die Denkensweise hinlänglich bekannt ist und wie ich grundsätzlich zu gesetzgeberischen Zwangsquoten sozusagen stehe, dürfte auch allen bekannt sein. Aber es wurden einige Dinge gesagt, die ich so nicht stehen lassen möchte. Ich möchte vorausschicken an den Kollegen Zanella, aber auch an die weiblichen Kolleginnen hier im Plenum, dass Frauen einmal grundsätzlich keine zu schützende Minderheit sind. Doch ethnische Proporz, der wurde hier ins Feld geführt, dient dem Schutz der ethnischen Minderheit in einem Staat. Und Kollegin Rieder, dein Vergleich, der ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Du kommst aus dem öffentlichen Dienst und müsstest es eigentlich besser wissen. Das war der ethnische Proporz bei uns eine Wiedergutmachung eines faschistischen Unrechts und hat mit Geschlechtervertretung rein gar nichts zu tun. Und dieser Vergleich hinkt einfach. Und jeder, der hier etwas anderes behauptet, dem würde ich bitten, sich mit Landesgeschichte oder auch mit politischer Bildung etwas auseinanderzusetzen. Es wurde dann von einigen Kollegen die Beteiligung angesprochen. Für uns Frauen sei die Beteiligung an den politischen Gremien oder überhaupt an bestimmten gesellschaftlichen Bereichen nicht so möglich, wie es den Männern möglich sei. Das stimmt schlichtweg nicht. Das stimmt einfach nicht. Es ist richtig, dass es die unterschiedlichen Sichtweisen braucht, aber auch da ersuche ich euch nicht von die Männer und die Frauen zu sprechen, denn glücklicherweise gibt es auch unter uns Frauen hier in diesem Plenum unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Themen und unterschiedliche Ansichten. Und hier in all dieser gesamten Diskussion schwebt irgendwo immer diese Deutungshoheit mit, die von linker Seite gerne kommt. Denn es geht nicht so sehr darum, dass eine Frau irgendwo mehr darin vertreten ist, sondern es muss dann in der Realität und in der Praxis ja noch die, unter Anführungszeichen, richtige Frau sein. Sie muss von der richtigen Partei sein, sie muss die richtigen politischen Ansichten haben. Ansonsten wird ihr ja irgendwo auch das Frausein abgesprochen. Zur Kompetenzfrage, da bin ich einer Meinung mit all jenen, die gesagt haben, dass es, wenn es um uns Frauen geht, immer wieder die Kompetenzfrage ins Feld geführt wird. Das sollte nicht mehr so sein, das stimmt. Aber mich wundert es auch nicht, dass das immer wieder passiert, wenn wir immer und immer wieder diese Themen anschneiden und vor allem, wie wir sie angehen. Da stellen wir uns selbst ja immer wieder eigentlich in Frage. Ich sehe das von Männern nicht. Ich höre von Männern nicht, dass sie Diskussionen vom Zaun brechen, dass inkompetente Männer an bestimmten Positionen sitzen würden. Das sind schon nur wir Frauen imstande. Und durch diese Diskussionen, die wir immer wieder haben mit der Quote, mit der Beteiligung und so weiter, üben wir extremen Druck auf Frauen aus. Ich habe das zumindest in meiner politischen Erfahrung immer wieder auch bestätigt bekommen. Ich bin einfach der Meinung und ich möchte nicht falsch verstanden werden. Das kann mir auch niemand absprechen. Auch ich selbstverständlich oder wir Freiheitlichen sind absolut dafür, dass so viele Frauen wie möglich nicht nur kandidieren, überall teilnehmen. Aber das ist ein Selbstverständnis, das ist eine Selbstverständlichkeit und sollte eben nicht durch Zwang erzielt werden, sondern muss im Alltag gelebt werden. Und da scheitert es ja ganz häufig. Ich glaube, es würde ein Tag an Diskussion nicht ausreichen, wenn man die Beispiele, die ich in der politischen Erfahrung gemacht habe, aufzählen würde, wo die Frauen an sich selbst gescheitert sind, weil sie wegen Parteidisziplin oder wegen sonstiger Dinge immer wieder eingeknickt sind. Es sind wir selbst, die es in der Hand haben. Es wurde von vielen gesagt, 50-50 sind wir, machen es aus. Das bedeutet ja schon, dass es letzten Endes an den Frauen selbst liegt, ob sie einsatzbereit sind, kampfbereit sind. Kollegin Weg hat gesagt, den Frauen wird in der Politik nichts geschenkt.
Das wird es, glaube ich, auch den Männern nicht. Ich denke schon, dass wir auch für etwas kämpfen müssen, dass wir mit Leidenschaft, Herzblut und so weiter unsere Ideen und so weiter voranbringen müssen, aber nicht mit dieser gesetzlichen Zwangsgeschichte. Ich bin einfach, manchmal tut es mir fast leid, wenn ich immer wieder von gewählten Volksvertreterinnen das Gefühl habe, und da geht es nicht nur mir so, sondern vielen anderen auch, dass man aus dieser Opferrolle nicht herauskommt. Ich denke, das steckt dahinter. Wir müssen bewusst Positionierung schaffen, und das haben wir Frauen selbst in der Hand.